Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zurück im Labor der Moderne. Der Komponist Mimi Nachtigall trifft durch Zufall eines Morgens auf die Sängerin Venus Morgenstern, worauf sich beide unsterblich ineinander verlieben. Es beginnt für beide nicht nur eine persönliche Beziehung, da Mimi für Venus Lieder schreibt und sie schließlich auch vermarktet. Doch die Beziehung ist überschattet von ständigen Streitereien, die ihren Höhepunkt finden, als sich die beiden während einer Preisverleihung öffentlich streiten, worauf es zur Trennung kommt. Mimi verkraftet die Trennung so schlecht, dass er sich in Theo Stokowskis Ferienhaus auf einer griechischen Insel zurückzieht und sich dort das Leben nimmt. Auf seinem Weg in die Unterwelt wird er begleitet von dem Götterboten Hermes, der als Hermaphrodit dargestellt wird, ein zweigeschlechtliches Wesen, das sowohl als männliches als auch als weibliches Wesen auftreten kann und dessen einziges Ziel es ist, Mimis Leben in der Unterwelt zu verschönern. Wiederholt versucht er, Mimi zu verführen, worauf dieser sich nicht einlassen kann, da er immer noch in Gedanken bei Venus ist. Unterdessen setzt Venus ihre Karriere mit ihrem neuen Manager fort, mit dem sie eine Beziehung eingeht, ohne doch jemals Mimi vergessen zu können. Als sie bei einem Live-Auftritt ihren von Mimi geschriebenen Hit »Wohin geht die Liebe« singt, bricht sie zusammen. Noch im Krankenhaus beschließt sie, zu Mimi zurückzukehren, denn sie kann nicht ohne ihn leben. Sie macht sich auf den Weg nach Griechenland, wo sie durch einen Brunnen die Unterwelt betritt, um Mimi von dort zurückzuholen. Dort angekommen, erlöst sie Mimi durch ihren Gesang aus den Händen Hermes und die beiden dürfen zurück in ihre Welt unter der Bedingung, dass Venus sich auf dem Weg dorthin nicht nach ihrem geliebten Mimi umsieht. Ein belangloser Streit verleitet Venus dazu, die Bedingung gedankenlos zu durchbrechen. Sie dreht sich nach Mimi um. Jetzt hat Venus ihn endgültig verloren. Mimi muss wieder in die Unterwelt, während Venus auf die Erde zurückkehrt. Nach etlichen Jahren bekommt Mimi eine dreistündige Aufenthaltsgenehmigung, um die Vergangenheit in einem Gespräch mit Venus zu klären. Diese erkennt ihn im Laufe des kurzen Dialogs und sie sagt zum Abschied auch seinen Namen. Mimi erkennt, dass von seiner großen leidenschaftlichen Liebe nur die zärtliche und ein wenig schmerzliche Erinnerung überlebt hat. Meine Damen und Herren, Sie erkennen den Ton Ihrer Lieblingslektüre, Ihres Freunds und Helfers, der Enzyklopädie für Altertumswissenschaften von Wikipedia wieder. Das ist ein Film aus dem Jahre 2005, den Helmut Dietl gedreht hat nach einem Drehbuch, das er mit Patrick Süskind zusammen verfasst hat und durchsichtig geworden ist Ihnen sicher auch, dass hier die Orpheus und Eurydike Handlung zugrunde liegt. Und da sehen Sie auf diesem Filmplakat Moritz bleibt treu, wie er sich über Alexandra Maria Lara beugt. Und das ist eine der melancholischen Szenen dieses Filmes, der seine Liebhaber hat, der allerdings auch stark kritisiert worden ist wegen seiner holzschnittartigen Figurenzeichnung. Das ist eine Travestie, die unglaublich witzige Momente hat. Dafür sorgen schon die großen deutschen Komiker Anke Engelke und Harald Schmidt, die da ihre ganz besonderen Einlagen geben dürfen. Meine Damen und Herren, Helmut Dietl hat etwas in Ovid gesehen, das auch ich versucht habe, Ihnen im Laufe dieser Vorlesung zu vermitteln. Es handelt sich um einen einzigen großen Menschenpark. Ein Arrangement, in dem über Möglichkeiten des menschlichen Daseins nicht nur nachgesonnen, sondern diese dramatisch ins Bild gesetzt werden. Ovid nutzt die Chance, die die Mythologie ihm gibt, greift die Erzählungen an und auf und gestaltet sie in wahnwitzigen Bildern und Szenen um. Und er macht sich sogar an die ganz großen Themen des Lebens. Und das größte Thema des menschlichen Lebens ist doch ganz ohne Zweifel der Tod. Das Leben ist ein Leben zum Tode hin. In diesem Sinne
hat Heidegger seine Existenzphilosophie entworfen. Ein Leben zum Tode. Daraus gewinnt nicht nur die Existenzialphilosophie, daraus gewinnt fast jede ernstzunehmende Philosophie ihre Tiefe. Wenn eines im Leben sicher ist, dann ist es die Unabwendbarkeit des Todes, die Unwiderruflichkeit des Todes. Er ist die endgültige Grenze, von der fast alle großen philosophischen Systementwürfe her gedacht sind. Gehen Sie mal die Ihnen bekannten Philosophien durch und schauen Sie, welches der Stellenwert dieses Denkens des Todes ist. Aber nicht nur die Philosophie hat sich herausgefordert gefühlt, diese Frage vehement anzugreifen, sondern es war vor allem die Dichtung, die hier ihre eigenen Bilder geschaffen hat. Die augusteische Literatur lebt nach meinem Eindruck davon, ein Denken des Todes zu inaugurieren, das am Anfang noch jeder Professionalität entbehrt. Und gerade das macht die augusteische Dichtung zu einem Ort der Tentation, des Ausprobierens, des Experiments. So kommt der experimentelle Charakter vieler großer augusteischer Texte zustande. Und da steht natürlich allen voran das Panorama der ovidischen Metamorphosen. Aber ihm zur Seite treten die anderen großen Denker des Todes, vor den Augusteern schon Catull, aber dann vor allem Vergil, das werden wir auch in dieser Sitzung heute sehen, und Horaz mit dem zweiten Buch seiner Oden, das Walter Wieli, der Erklärer des Horaz, das Buch des Todes genannt hat. Dieses Thema geht dann über als ein augusteisches Erbe in die Literatur der Kaiserzeit. Vor allem die neronische Literatur ist geprägt vom Denken des Todes oder besser gesagt vom Denken, das um die Aufhebung der Grenze von Leben und Tod kreist. So bei Lucan, so beim jüngeren Seneca und so bei Petron. Die ganze Kena liest man mittlerweile als ein Spektakulum im Grabe. Das sind nur einige Höhepunkte der Literaturgeschichte. Wir wollen keine Höhepunkte aufzählen, sondern wir wollen mit Texten arbeiten. Und dazu ist heute reichlich Gelegenheit. Und wir schauen uns den Anfang des 10. Buches der Metamorphosen einmal genauer an. Schon das Ende zeigt uns, dass Ovid seinem erzählerischen Verfahren treu bleibt und ein Buch nicht mit einem Anfang, sondern mit einer Fortsetzung beginnen lässt. Er ist schon ein Mann, wie soll man sagen, des Films, des Kinos, der visuellen Medien. Er gestaltet Szenen, die er flüssig macht, die er ineinander übergehen lässt. Und so geht auch hier eine Figur von einem zum nächsten Buch. Und es handelt sich um den Hochzeitsgott Hymenaios. Jetzt müssen wir natürlich wissen, um das Ende zu verstehen, von wo kommt denn Hymenaios herangeflogen? Er kommt aus dem Ende des 9. Buches, wo eine abenteuerliche Erzählung berichtet worden war, die Geschichte von Iphis und Iante. Das will ich ganz kurz machen. Es ist ein Drama um das Geschlecht des Menschen. Ein sonst unbekannter Lictus hatte gesagt, mir darf keine Tochter geboren werden, ich werde sie sogleich aussetzen und oder töten. Da erschrickt seine Frau Telethusa, denn sie bringt ein Mädchen zur Welt. Sie berät sich im Tempel der Isis, der ägyptischen Gottheit, und hört, dass sie das Geschlecht kaschieren soll. Und so wird der dramatische Konflikt weiter und weiter getrieben, bis vor den Tag der Hochzeit. Dort geschieht das Wunder im Tempel der Isis. Auf Bitten der Mutter wird das kleine Mädchen in einen Knaben verwandelt und alles wird gut. Eine der ersten natürlichen oder soll man sagen übernatürlichen Geschlechtsumwandlungen, von denen die gebildete Menschheit weiß. Und aus diesem furiosen Drama, das am Ende ein Happy Ending hat, fliegt Hymenaios ins Thrakische. Inde perimen sum croceo velatus amictu aetera digreditur. Scheidend von dort, durchmisst den unendlichen Äther, vom safranfarbenen Mantel umhüllt, Hymenaios zum Strande der Thraker strebt er und wird
umsonst. Nequiquam. Das Wort der Stunde, meine Damen und Herren. Umsonst. Von des Orpheus Stimme gerufen. Ovid wäre nicht Ovid, wenn er nicht schon in der Exposition Gelegenheit nähme, Signalwörter zu setzen. Wenn Orpheus spricht, wenn Orpheus singt, wenn Orpheus ruft, dann folgen ihm alle. Sogar Steine und Bäume fangen sich zu bewegen an. Alles folgt seiner Stimme, aber dieser Ruf, meine Damen und Herren, ist ein vergeblicher Ruf. Man muss schon auf die scheinbar blassen Einleitungssätze achten, um das Potenzial der Erzählung ganz auszuschöpfen. Was tut Hymenaios? Er kommt natürlich, ad fuit illiquidem. Doch brachte er keine festlichen Lieder, brachte kein heiter Gesicht, kein glücklich Zeichen. Die Fackel auch, die er trug, sie zischte in tränenschaffendem Rauch unaufhörlich und ließ in keinem Schwung sich entflammen. Da haben wir, meine Damen und Herren, den Hochzeitsgott. Hier ist alles in Ordnung. Er trägt die Fackel aufrecht, er schüttelt sie nicht. Sie fängt auch so Feuer. Wo können Sie dieses wundervolle Mosaik besichtigen? Es stammt aus den bekannten Neptun-Thermen aus Ostia Antica. Das alte Ostia, das neue Ostia, liegt ja direkt am Meer. Das alte Ostia liegt, weil sich die Küstenlinie in den letzten 2000 Jahren verschoben hat, 3 Kilometer weiter im Inland. Und da können Sie viele sehr schöne Dinge besichtigen. Im östlichen Teil dieser Stadt haben Sie die von Hadrian erbauten und großzügig finanziell mit über 2 Millionen Sesterzen unterstützten Neptun-Thermen. Die bestehen aus einem eigentlichen Badebereich und einer großen Palaestra. Und da findet sich dieser wundervolle, kleine, geflügelte Gott, der ausnahmsweise einmal nicht Eros, sondern Hymenaios ist. Wie geht's weiter? Exitus auspicio gravior. Dieser Ton, dieses Raunen kommt uns doch bekannt vor am Anfang ovidischer Erzählungen. Schlimmer noch als die Zeichen der Ausgang. Der Dichter gibt der Szene, die nun zu schildern ist, ein bestimmtes Kolorit. Er weist auf den düsteren Ausgang voraus. Das hatte er auch getan am Anfang der Aktaion-Erzählung, in den allerersten Versen. Buch 3, 131 folgende hieß es, Jam stabant tebai poterasiam katme videri exilio felix. Dieses Poteras, du konntest, du hättest können, ist tückisch. Hier kommt es auf eine genaue Übersetzung an. Es schien, dass alles gut stand. Doch dann kommt der große Schlusssatz aus dem Oedipus Rex. Sed scilicet ultima semper, expectanda dies hominis. Doch warte jedes Menschenleben bis auf den letzten Tag. Erst am letzten Tag wird man wissen, ob es ein glückliches Leben war. Und Sie erinnern sich vielleicht auch noch an diesen Vorspruch aus der Narziss-Erzählung. Vana diu visast vox auguris. Lange schien das Wort des Seers Teresias ein müßiges, ein eitles, ein nichtiges Versprechen. Und dann kommt die Rede vom Exitus, der die ganze Sache auf fürchterliche Weise bewahrheitet. Und so auch hier, meine Damen und Herren. Und dann wird mit der größten möglichen Kürze erzählt, was passiert ist. Nam nupta per herbas dum novanaya dum turba comitata vagato occidit in talum serpentis dente recepto. Die junge Vermählte, nennen wir sie doch Eurydike, die von der Schar der Najaden begleitet, die Auen durchstreifte, sank in den Knöchel vom Zahn der Viper tödlich getroffen. Das sehen Sie hier auf einer großen Leinwand, die uns Tizian, einer der Vertreter der italienischen Hochrenaissance, vielleicht der bedeutendste Vertreter der venezianischen Malerei im 16. Jahrhundert, hinterlassen hat. Sie können das Werk besichtigen im schönen Bergamo. Jetzt können Sie ja wieder hinfahren in Accademia Carrara. Da hängt eine Unmenge von bedeutenden Bildern. 500 sind es insgesamt.
Darunter auch dieses ist nicht gerade eines meiner Lieblingsbilder. Ich sehe es hier auf meiner Kopie vor mir, sehe ich es sehr blass. Es ist eben in typischer Weise ein verhackstücktes, wie soll man sagen, mythisches Erzählstück. Da haben Sie links den Schlangenbiss. Die Schlange sieht für mich hier aus wie der Hals eines Schwans. Nun gut, hinten sehen Sie den Eingang zur Hölle, so Mitte rechts. Und ganz hinten die rauchenden Schlote der Unterwelt. Es gibt so viele Arten und Weisen, sich die Unterwelt zu denken. Da werden wir heute in der Vorlesung eine ganze Menge von Ideen sehen. Sie sehen rechts auch schon den Ausgang der Erzählung, nämlich Orpheus, gut bürgerlich gekleidet, in der Mitte und Orpheus Frau Eurydike, die er gerade aus der Unterwelt geholt hat und die ihm schon wieder entgleitet, weil er offensichtlich nach ihr zurückgeblickt hat. Dieses Bild will zu viel auf einmal. Es hat zu viele Aufmerksamkeitsfoki, aber das ist ja nicht untypisch für die Malerei der Epoche. Weiter im Text. Und das ist nicht der Text des Ovid, der jetzt vor Ihnen liegt, sondern der Text des Vergil. Und warum des Vergil, meine Damen und Herren? Ovid ist nicht der Erste, der eine ergreifende Nacherzählung der Orpheus und Eurydike Geschichte gegeben hat. Vergil geht ihm voraus. Aber wo? Nicht in der Aeneis, natürlich nicht in den Bukolika, sondern in den Georgika. Aber wie kommt Orpheus in die Georgika? Sie wissen vielleicht, wenn Sie sehr genau gelesen haben, dass das vierte Buch ein Buch ist, das ein merkwürdiges Amalgam bildet aus einer naturkundlichen Erzählung über die Bienen und ihre Staatengründung und einer mythologischen Erzählung, nämlich der Erzählung von Aristaios, dem Jäger und Imker. Und wie kommt diese Aristaios-Erzählung in das vierte Buch der Georgika? Und da macht Servius eine ganz interessante Mitteilung zur Ekloge 10.1 und das gleiche noch einmal zu Georgika 4.1. Er sagt, dass Augustus höchstpersönlich dem Dichter nahegelegt habe, das ursprünglich an dieser Stelle stehende Lob des Gallus, des Präfekten von Ägypten, der sich auf Druck des Augustus 26 vor Christi Geburt entleibt hat, ersetzt hat durch die Aristaios-Erzählung. Es war politisch heikel, einen Mann, einen Militär zu preisen, das gerade gestürzt worden war. Jetzt könnte man sagen, Vergil ist ein Opportunist. Nun, nicht nur Vergil ist ein Opportunist. Die meisten von uns sind irgendwann im Leben Opportunisten. Und der beginnende augusteische Prinzipat ist nun zwar kein unfreiheitliches Gemeinwesen, aber doch eines, in dem persönliche Freiheiten gegenüber der späten Republik empfindlich beschnitten worden sind. Das ist der Eindruck, den man gewinnt, selbst wenn man die Texte der mit Augustus befreundeten Autoren liest. Es kann nicht jeder alles sagen, wohl denken, aber nicht sagen oder schreiben. Und so wird am Ende des vierten Buches der Vergilischen Georgika eben ein Lob des Gallus ersetzt durch die Erzählung vom Imker. Und in dieser Imkererzählung taucht dann plötzlich das Stück mit Orpheus und Eurydike auf. Und das ist dort ein bisschen anders erzählt. Es ist eine Erzählung im Munde des Meergreises Proteus, den die Mutter des Aristaios Kyrene, die Wassernymphe, zu suchen empfohlen hat. Und so steigt Aristaios in die Tiefen des Peneios hinab und lässt sich dort von Proteus berichten, warum sein Bienengeschlecht zugrunde gegangen ist. Wie er ein neues schaffen könne, erzählt er später nicht. Das ist eines von vielen Problemen, das uns das vierte Buch der Georgika stellt. Aber darüber können wir heute nicht reden. Wir beschäftigen uns kurz mit der Erzählung von Orpheus und Eurydike. Bei Vergil schaut es so aus, dass es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Aristaios und dem Tod der Eurydike gibt. Denn auf der Flucht vor Aristaios, dem ihr nachstellenden Jäger, war sie unaufmerksam und wurde von der Schlange gebissen. Illa quidem dum te fugeret per flumina praecepsis, immanente pedes hydrum maritura puella servantem ripas, altar non videt en herba. Ich bediene mich heute ausnahmsweise zweier Übersetzungen.
und werde an einigen Stellen auch etwas Kritisches über diese Übersetzungen sagen. Ich lese Ihnen zunächst vor die Übersetzung des verdienten Georgiker-Erklärers Manfred Erren, Edem Professor in Freiburg. Und zwar hat sie, während sie Hals über Kopf vor dir davonlief, den Bach entlang, eine gewaltige Wasserschlange vor ihren Füßen, die da am Ufer lauerte, im hohen Gras nicht gesehen, das totgeweihte Mädchen. Mich berührt unangenehm der diskursive Ton oder der diskursive Stress oder Akzent auf der Begründung quidem. Und zwar hat sie, das klingt nach der Sprache eines Buchhalters, nicht nach der eines Dichters. Und auch das, was wir das süddeutsche Erzähltempus, nämlich das Perfekt nennen, ist hier unangebracht. Wir brauchen hier ein flüssig erzählendes Präteritum. Und das gilt für viele Stellen in der Übersetzung der Orpheus-Erzählung durch Manfred Erren. Mir gefällt die Übersetzung von Johannes und Maria Götte unendlich viel besser. Denn vor dir auf der Flucht am Fluss kopfüber hinjagend sah sie die Arme dem Tod verfallene, sah vor den Füßen nicht am Ufer die Schlange, die grausige lauern im Grase. Nun können Sie sagen, das ist affektiert oder manieriert. Ja, aber die Sprache des Vergil ist ja auch eine dichterische Sprache der besonderen Art. Und da hat der Übersetzer oder haben die beiden Übersetzer sich doch ersichtlich Mühe gegeben, den Ton besser zu treffen. Was passiert nun weiter? Quam satis ad superas post quam rhodopeius auras defle vitvates. Jetzt kommt die Trauer des Sängers. Die Trauer ist in den Metamorphosen nur recht kurz beschrieben, weil Vergil dort, wie wir gleich sehen werden, umso länger verweilt hat. Und auf die Trauer folgt nun das Ungeheuerliche, nämlich der Beschluss, etwas zu versuchen. Ne non temptaret et umbras. Als sie der Sänger genugsam beklagt, den Lüften der Lichtwelt, wagt er, um unversucht auch nicht die Toten zu lassen, nieder durch Teinerus Tor zum stygischen Flusse zu steigen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf mindestens drei Dinge lenken. Einmal den Wagemut. Hier werden alle Landschaften der Welt vermessen, als es oben nicht funktionierte mit der Trauer. Wendet er sich nach unten. Ne non temptaret et umbras, dass er auch die Schatten der Unterwelt nicht unversucht ließe, stieg er herab in das Reich der Toten. Das zweite ist der Wagemut. Ausus est. Den betonen wir ja bei allen Texten der spätrepublikanischen und frühaugustischen Literatur, von Catull über Horaz 1,3 bis hier zum Ende der Georgica. Und das dritte ist der Abstieg selbst, meine Damen und Herren, der Descensus ad Inferos. Es ist nun nicht gerade der erste Abstieg in Ovids Metamorphosen. Es gibt schon Figuren, die vorher die Tore der Unterwelt durchschreiten, aber das sind Dinge und Szenen, die nicht wirklich in Erinnerung bleiben, gemessen an diesem heute zu besprechenden Drama. Ich darf Sie kurz erinnern, im Buch 4 steigt Juno in die Unterwelt herab, um die Furien, Erinnyen, später Eumeniden, aufzuhetzen gegen die verhassten Atamas und Ino. Wir haben sie nur kurz in der Zusammenfassung des vierten Buches erwähnt. Im fünften Buch spielt die Unterwelt eine große Rolle. Proserpina, die von Pluto geraubte Braut und Tochter der Demeter, darf immer Halbjahr um Halbjahr auf die Erde zurückkehren. Und da haben wir gewissermaßen schon diesen Turn, diese, wie soll man sagen, dieses Reglement von Aufenthaltszeiten in der Unterwelt und Aufenthaltszeiten in der Oberwelt. Und im siebten Buch wird mindestens kurz erwähnt die Fahrt des Herakles in das Reich der Toten. Aber das kann alles nicht den Vergleich mit dem zehnten Buch aushalten. Meine Damen und Herren, wozu gibt es diese Unterweltsfahrten? Unterweltsfahrten sind immer eine große Chance, das Leben auf der Erde neu zu ordnen. Wenn eine Struktur auf Erden zerbricht, ist die Unterwelt möglicherweise der letzte Ort, wo sie diese Struktur noch
heilen können, wo die Welt wieder genesen, sich reintegrieren kann. Das ist auch der Gedanke, der den Odysseus Homers im 11. Buch der Odyssee antreibt. Das ist der Gedanke, der den vergilischen Aeneas bestimmt, als er in das Reich der Toten eindringt, um Gewissheit über seine italische Zukunft zu erlangen. Und wie verbreitet dieser Topos ist, sehen Sie daran, dass er auch immer wieder persifliert werden kann, bis in die Gegenwart hinein. Offenbach, ja, in seiner Operette, der sich ja dieses Themas angenommen hat. Aber auch schon der antike Lukians Totengespräche oder Senecas Apokolokyntosis. Es gibt ja nichts Heitereres und Verrückteres als diese senecanische Satire. Da haben wir die Transformation ins Leichte, in die leichte Gattung. Die Operette gibt es auch schon in der Antike, sie heißt nur nicht so. Überall gibt es diese operettenhaften Momente, die Versuche, das Schwere mit dem Leichten zu versöhnen. Aber natürlich sind die eigentlich Berufenen, uns hier einzuführen, die Theologen. Und das ist für sie die überwiegend in der christlichen Kultur kulturalisiert sind, ja doch leicht zu erkennen. Und ein klassischer Philologe ist es gewesen, der in den 50er und 60er Jahren Bedeutendes geleistet hat über das Motiv des Descensus ad Inferos, ist heute vergessen. Ich glaube, niemand von Ihnen hat den Namen je gehört. Ich habe ihn noch als Student gehört. Also er war schon tot, als ich studierte, aber ich habe ihn, der war noch Gegenstand von darüber. Man redete noch über ihn. Josef Kroll, nicht Wilhelm Kroll, bei dem hat er studiert und promoviert, nicht verwandt. Josef Kroll, geboren 1889 in Arnsberg, verstorben 1980 in Duisburg. Reinhausen schrieb ein Buch, das hieß Gott und Hölle, der Mythos vom Descensus-Kampfe. Leipzig, Berlin 1932 am Vorabend der nationalsozialistischen Machtergreifung entstand bis heute eines der großen Standardwerke zum Thema über den Descensus ad Inferos. Und es knüpft sich natürlich alles an ein Wort des Paulus im ersten Brief, wo es heißt, katelthonta eista katotata. Katotata sind eben die Unterwelten, die unterweltlichen Bezirke, und das ist Teil des apostolischen und übrigens auch des athanasischen Glaubensbekenntnisses geworden. Descendit ad inferos, und hinabgestiegen ist dann das Reich der Toten und auferstanden am, und Sie kennen das möglicherweise. Jedenfalls sind das Versatzstücke eines Denkens der Katabasis, die sich durchmischen mit der griechisch-römischen Überlieferung, griechisch-römisch-jüdischen Überlieferung. Ja? Und solche Dinge sind es, die auch im Heidelberger Studiengang klassische und moderne Literaturwissenschaft, deswegen haben wir den gegründet, weil das alles zusammengehört. Griechisch-römische, pagane Kultur, christliche Kultur, jüdische Kultur. In der islamischen Kultur sind wir hier in Heidelberg weniger zu Hause, was die Literaturwissenschaft betrifft. Ich rede von der Literaturwissenschaft. Da bräuchte man jetzt eben auch eine islamische Literaturwissenschaft. Da sind wir noch sehr weit von weg, weil wir im Moment erst die theologischen Lehrstühle besetzen müssen und so weiter und so fort. Ich will nur sagen, das Thema ist ein großes Thema und den Grund für diese Größe habe ich Ihnen ja eben benannt. Das ist diese Weichenstellung. Es ist so, als würden Sie das Stellwerk der Deutschen Bundesbahn aufmachen, um zu sehen, ja, nach welchem Prinzip funktioniert denn eigentlich dieser Verkehrsstrom? Ja, ich möchte gewissermaßen die Spinne im Netz aufsuchen, wiedererkennen und das Ganze einmal verstehen, ja. Und diese Unterweltsfahrer sagen, ich will mein Leben neu ordnen, ich möchte etwas rückgängig machen, ich möchte die unumkehrbarste Bewegung von allen am Ende gerne rückgängig machen. Ich sagte Ihnen schon, Vergil hat das alles ein bisschen länger gemacht, die Trauer und die Schilderung der Trauer nimmt bei ihm etwa 10 Zeilen ein und am Ende fährt auch sein Orpheus durch die Phaukes Thenarias in Zeile 467. Da heißt es nämlich, er zog sogar hin zum Abgrund des Thenarus, zur hohen Pforte des Dies und trat in den Hain, von schwarzer Angst umdüstert, hin vor die Manen und ihren Schauder einjagenden König, vor Herzen, die für menschliches Flehen kein Mitleid kennen. Manis quod id regemque tremendum, nescia quumanis, Recibus mans vescere carda. Und in Ovid geht es folgendermaßen weiter, meine Damen und Herren. Nachdem er die Höllenpforte
durchschritten hat, perque levis populos simulacraque functa sepulcro persephonen adiit. Und durch die leichten Völker der Schemen oder Schatten Bestatteter tritt er hin vor Persephone und den Herrn, der die Herrschaft im Wüstenreich der Schatten führt. Er schlug zum Liede die Leier pulsis quad carmina nervis. So baut er sich vor den Göttern auf, nicht ganz so zentral erscheint er auf diesem rotfigurigen Volutenkrater, der, man höre und staune, in der antiken Sammlung der Universität Kiel zu besichtigen ist. Die Universität Kiel ist ja keine von den ganz alten Universitäten, aber wenn Sie so ein bisschen länger an der Universität sozialisiert sind, wissen Sie, dass Kiel unter den deutschen Universitäten, zumindest in der Altertumswissenschaft, doch eine der besseren Adressen ist. Sie sind bis heute in der Archäologie zum Beispiel mit Annette Haug ordentlich besetzt und wissen, was sie tun, und sie leitet zum Beispiel auch diese Sammlung, die zu den bedeutendsten Universitätssammlungen im deutschsprachigen Raum gehört. Und die haben Originale. Und schauen Sie sich dieses wundervolle Original an. Wir haben es Ihnen hier zweimal, das wichtige Bild rechts und den ganzen Krater haben Sie auf der linken Seite. Was ist zu dem Krater zu sagen? Sie haben zum Beispiel die Besonderheit von Maskenhenkeln. Oben an den Henkeln sehen Sie zwei Masken. Was zeigt das Bild? Sie werden es schnell sehen. Sie sehen zur Rechten einen den Kopf rechts abgewandten Unterweltsherrscher Pluto, Hades oder Dies, und links von ihm die Gattin Persephone. Und rechts steht hier oben ein Hermes mit Mütze und einer Hydria, einer Wasserkanne in der Hand. Und hier unter ihm steht thrakisch gewandet Orpheus mit der Leier in der Hand. Hier unten sehen Sie zwei Danaiden. Ich bedrücke immer den falschen Knopf. Und hier rechts, das ersparen wir uns jetzt, das sind eben Einzelheiten aus der Herakles-Sage, vor allem seine Frau und Kinder betreffend. Aus dem Jahre 320. Der Maler gehört zu den bekanntesten Malern in dieser Zeit. Die Engländer sagen, das ist der White Sackos Painter. Wir nennen ihn merkwürdigerweise den Maler der weißen Hauben. Dem können Sie mal nachgehen, indem Sie sich die Sammlung der Kieler Universität genauer anschauen. Die haben natürlich die Vorgänger von Frau Haug in vorzüglicher Weise zusammengestellt. Und nun fängt Orpheus zu reden an. Aber das hat ja vielleicht Schmackes. Jetzt wünschte ich, der Kollege Stroh von der Universität München stünde hier an meiner Stelle und erklärte Ihnen in der ihm eigentümlichen Weise den Aufbau dieser Rede. Das macht er alle 5 Jahre. Wenn mein verehrter Vorgänger Michael von Albrecht Geburtstag hat, dann können Sie mal sehen, was man mit einer solchen Rede alles machen kann. O pasiti sub terra numina mundi in quem recidimus quid quid mortale creamur. Da wird ein ganz großer Ton angeschlagen. Ihr Götter der Welt, die unter der Erde gelegen, der wir verfallen, so viel wir sterblich gezeugt sind. Am Anfang der Versuch, eine feste Topographie zu schaffen, und zwar dort, wo man eine Topographie nicht hat. Oder kennen Sie die Landkarte, nach der Sie sich im unterweltlichen Straßen- und Gassengewirr bewegen müssen? Topographie dort, wo der Unort ist. Aides ist eine populäre Etymologie von Hades. Das ist der unsichtbare Ort. Das ist der Ort, an dem die Schatten leben. Dorthin fallen wir zurück. Interessante Verdopplung des Konsonanten, genauso auch im selben Buch, nein, im Buch 6, 212 der Metamorphosen. Das nächste Thema, meine Damen und Herren, nach welchen Bedingungen und Voraussetzungen reden wir denn eigentlich in der Unterwelt? Wussten Sie, dass in der Unterwelt gesprochen wird? Ich lese immer nur vom Schweigen der Schatten, antwortet Dido, als Aeneas ihn fragt im 6. Buch der Aeneas, nein, sie antwortet nicht, sie senkt den Kopf zu Boden. So fährt also Orpheus fort. Si licet et falsi positis ambagibus oris vera loqui sinitis. Erlaubt ihr Wahrheit offen und frei zu reden, ohne den Umschweif trügenden Mundes? Das sind mehrere Dinge interessant, die hier im Zuge der Klärung der Bedingungen und Voraussetzungen unterweltlicher Kommunikation angeführt werden. Dann wird zunächst das Falsum os,
der trügende Mund. Dann zweitens, die Ambages, das ist der rhetorische Umweg, der Schlenker, das Schweifen. Dann haben wir drittens einen Wahrheitsbegriff, vera loqui, die Wahrheit sagen. Heißt nicht veritatem loqui, vera loqui, die Wahrheit sagen. Und viertens der Konditionalsatz, wenn ihr es denn erlaubt, si sinitis. Schauen Sie, wie der Unterweltsredner sich hier die Voraussetzungen für eine gelingende Rede selbst zu schaffen versucht. Und damit tritt die Frage in den Raum, was sind denn eigentlich die Regeln, die man in der Unterwelt beim Reden verfolgen müsse? Jetzt sagt er also, warum er gekommen ist, und zunächst mal sagt er, warum er nicht gekommen ist. Nun, huk oder parke viderem tatera, das kennen die. Das wären vielleicht andere, oberflächliche, eher touristisch gesinnte Besucher, die sagen, ich wollte immer mal den Kerberus sehen. Oder ich wollte sehen, wie es aussieht, wenn man einen Felsen 16.000 Mal hintereinander emporwuchtet, um dann wieder vergeblich den Stein herabstürzen zu sehen. Ich bin nicht herniedergestiegen, den finsteren Tartarus hier zu schauen, auch nicht die schlangenumwundenen Kehlen, die schrecklichen drei des medusischen Scheusals zu fesseln. Jetzt kommt er zur Sache. Der Grund meiner Fahrt ist die Frau. Causa viaest conjunx. Jetzt erzählt er die Geschichte noch einmal und noch kürzer. In quam calcata venenum vipera diffudit crescentes quapstulit annos. Eine Schlange, die sie getreten, spritzte ihr Gift in das Blut und stahl ihr die Jahre der Blüte. Posse pati volui nec me temptasse negabo. Ich habe versucht, es auszuhalten. Ich habe versucht, mit der Situation klarzukommen. Aber, meine Damen und Herren, hier sind wir ganz nah, auch bei der Tonart des Films von Helmut Dietl aus dem Jahre 2005, vom Suchen und Finden der Liebe, Vicit Amor. Und wenn Sie die große Oper von Christoph Willibald Gluck kennen, wissen Sie, sie endet mit einer berühmten Einlage, Trionfi d'amore, der Triumph des Amor. Und so sagt der Unterwelt auch vor uns, Vicit Amor. Das können Sie auch bei jeder Gelegenheit gebrauchen, wenn Sie lateinische Texte schreiben. Doch siegte die Liebe. Superadeus hic bene notus in oras. Das klingt belehrend gegenüber dem Unterweltsherrscher, der immerhin ein Sohn des Kronos und ein Bruder des Zeus und des Neptun ist. Gar wohl ist dort oben, wo ich herkomme, bekannt ihre Gottheit. Ansit et hic. Und jetzt ist hic nicht mehr hic, sondern hic dubito. Jetzt werden die belohnt, die ihre Rubenbauer-Paragraphen gelernt haben. Rubenbauer-Paragraph 233b3. Die Unterscheidung von an und unknown in indirekten Fragesätzen nach Ausdrücken des Zweifelns oder Nichtwissens. Klingt wieder viel zu theoretisch und ich hasse mich dafür, dass der alte Grammatiker in mir immer wieder durchbricht. Er ist einfach nicht zu beerdigen. Aber manchmal ist grammatisches Wissen nützlich. Und so heißt hier ansit et hic dubito, vielleicht ist Amor auch hier unten bekannt, bei euch. Oben ist eine Persönlichkeit von Rang. Ansit et hic dubito. Sed et hic tamen auguror esse. Jetzt fasst er Bewusstsein und er wird mutiger und er wird selbstbewusster und sagt, ich zweifle und muss es dennoch vermuten, wenn die Kunde nicht lügt vom Raub in der Vorzeit, so hat auch euch die Liebe vereint. Und damit verweist er zurück auf das fünfte Buch der Metamorphosen, wo der Raub der Persephone oder Proserpina durch Pluto Hades geschildert worden war. Und ist es nicht kühn für jemanden, der eigentlich etwas will vom Gott der Toten, zu sagen, hast du nicht auch aus eben solchen Gründen die Rapina Proserpina ins Werk gesetzt? Schon heikel, ne? Sie merken, dass hier schon das erste, die Philologen sagen immer gerne, Augenzwinkern kommt. Ja, also das ist im Sinne einer
einer wirklich soliden rhetorischen Argumentation nicht mehr vertretbar. Kein Anwalt würde seinem Klienten raten, den Richter so herauszufordern. Herr Richter, haben Sie sich nicht eben auch irgendwie eine junge Frau genommen, geraubt? Hat man Sie nicht auch dabei ertappt, dass Sie eben auf diese Weise? So redet Orpheus bei Ovid. Nichts davon bei Vergil. Vergil ist der Tragiker. Ovid ist nicht zwar der Komiker, aber doch derjenige, der in den Momenten größter Tiefe und größten Schmerzes immer wieder selbst sich daran erinnert, dass es im Ende um etwas Menschliches geht, um etwas allzu Menschliches. Über dem ganzen ovidischen Text könnte stehen, das menschlich allzu Menschliche. Die Götter legen ja vom ersten Buch an Zeugnis ab, ja, für diese ihre frivole Disposition. Es sind Gottheiten, die jederzeit eintreten können in den wunderbaren Kreislauf, in den Menschenpark der Möglichkeiten menschlichen Lebens. So redet Orpheus und er fährt fort, per ego haec loca plena timoris, und ruft jetzt das Chaos und die schweigenden Reiche an und bittet darum, Eurydikes Vater, retexere, den Faden zurückzuspulen. Er ist vorschnell gesponnen worden, properata retexite Vater. Und jetzt schlägt er dann doch einen entschieden, nicht operettenhaften, nicht komischen, nicht leichten Ton an, sondern zitiert gleichzeitig Lucrez und Horaz. Und das sind nun Leute, die wenigstens in ihren schweren Texten, in den Oden und in Lucrezens De Rerum Natura dann doch wenig Spielraum für frivole Töne haben. Hier geht's ums Eingemachte. Omnia debe mur vobis. Wir werden euch in allem geschuldet. Alles schuldet sich euch. Paulumque moratis serius audcitius sedem properamus et unam. Und nur ein wenig verzögert eilen wir früh oder spät zu dem einen Sitze. Wir streben hierher alle tendimus huc omnes. Haec est domus ultima vosque humani generis longissima regna tenetis. Dies ist die letzte Behausung. Und ihr habt über der sterblichen Stamm die längste Herrschaft in Händen. Die Parallelen nenne ich Ihnen gerne, sind sehr bekannt. Horaz im Buch des Todes, Buch 2, 3, ist das Gedicht Equam memento rebus in arduis. Hat man in der Schule noch auswendig gelernt. 2, 3, 25 folgende. Omnes eodem cogimur. Alle werden wir in die gleiche Richtung gezwungen. Und Lucrez sagt schon eine Generation früher, im 6. Buch 26, quo tendimus omnes, und wenigstens das hat Ovid ja geradezu wörtlich aufgenommen. Die Verhandlung mit den Göttern geht weiter. Haec quoque Eurydike, cum justos matura per egret annos juris erit vestri. Der Jurist Ovid kommt hier augenfällig durch. Auch die da, Eurydike, wenn sie nur die ihr zugemessenen Jahre vollbracht hat, wird euch anheimfallen. Ihr habt an ihr das Jus der Verfügung. Und wir, ich, Orpheus, poscimus promunere usum. Ich fordere ja gar nicht, dass ihr sie mir dauerhaft schenkt. Ich wünsche nur den vorübergehenden Usus, den Missbrauch eines menschlichen Lebens. Es wäre schon interessant, diese Stelle mal nur im Hinblick auf ihre juristische Begrifflichkeiten, auf ihre juristische Verfassung zu untersuchen. Quoci fata negant, veniam pro coniuge certumst nolle redire mihi, leto gaudete duorum. Jetzt spricht er, nachdem er den Deal so kühn angeknüpft hat, wie ein trotziges Kind. Gibt das Schicksal die Gattin nicht frei, so will ich gewiss auch selbst nicht kehren zurück. Dann freut euch am Tode von beiden. Als könne er damit Eindruck schinden. Nun, nachdem
der große Sänger so gesprochen, nein, besser, so gesungen hat, sind wir gespannt zu erfahren, wie die Unterweltsgötter reagiert haben. Und wir werden wieder daran erinnert, und das hat auch einen gewissen Effekt von Komik, dass er, während er über Recht und Gesetz und über Nießbrauch und Verfügungsgewalt gesprochen hatte, eigentlich an der Leier zugange war. Nervos quod verba moventem exangues flebant anime. Während er so sang, zu den Worten rührte die Saiten, weinten die bleichen Seelen. Was meinen Sie, was nun passiert? Die Hörer meiner Horazvorlesung, und lieber noch würde ich sagen, die Leser des Horaz, erinnern sich an Gedicht 2.13, das ganz merkwürdig endet, mit einem Standbild. Und so auch hier, nur ist es kein Ende. Es ist ein Teil der Erzählung. Die Welle, die Flüchtige, haschte Tantalus nicht. Da stand Ixions Rat. Was ist das, meine Damen und Herren? Ixions Rat. Das ist ein Lapitenkönig, der sich vermaß, die Göttergattin Hera anzugehen, Hand an sie zu legen. Und dann sann Zeus auf eine fürchterliche Intrige. Er gewährte ihm scheinbar den Zugang zu seiner Gattin, schuf eine Wolke, die ihr glich, und Ixion zeugte mit dieser Wolke, die Juno nicht war, den ersten Kentauren, den Proto-Kentauren, aus dem alle anderen Kentauren später abstammen sollten. Das hier ist ein ganz altes Marmorrelief aus der Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus. Und da sehen Sie, wie alt die Mythen, die Ovid hier behandelt sind. Und wenn Sie das anschauen wollen, dürfen Sie an die türkische Riviera fahren, in das kleine, aber feine Museum von Alanya. Bekannter ist Antalya. Bis dahin werden Sie wahrscheinlich dann auch fliegen, aber nicht um den Ixion zu sehen, wie ich doch sehr stark vermute. Und das ist eine Landschaft, die Sie dort oben an der türkischen Riviera besichtigen können, die in der Antike zum rauen Kilikien, so sagten die antiken Geographen und Ethnographen, zum rauen Kilikien gehört, Hetracheia Kilikia, im Unterschied zum eigentlichen Kilikien, das östlich davon gelegen war. Das Rad des Ixion, meine Damen und Herren, ist ja nur ein Beispiel. Es steht still beim Gesang des Orpheus. Was passiert weiterhin nicht? Nach der Leber hackten die Geier nicht mehr. Was soll das denn bedeuten? Ist hier von Prometheus die Rede? Nein, aber von einem, dem Ähnliches als Strafe verhängt war. Es ist die Rede von Tityos. Griechen betonen ihn hinten. Auch einer, der sich an den Göttern vergehen wollte und fürchterlich bestraft wurde und in jedem zweiten Unterweltsbild der augusteischen Dichtung seinen Ort und seine Stelle hat. Urnisque vacarunt Belides. Wer sind denn die Beliden? Die Beliden sind die Danaiden. Das ist ein bekannterer Name. Belus ist der erste assyrische König und war Vater des Danaos und des Ägypters. Und die Danaiden hörten auf, unendlich lang ihre mit Löchern versehenen Fässer nachzufüllen. Und besonders schön, meine Damen und Herren, die rhetorisch eindrucksvolle Apostrophe: Inque tuose disti Sisyphus Saxo und du Sisyphus, da knöpft er sich einen direkt vor, saßest auf deinem Steine. Tum primum. Es ist nicht nur Taumatographie, sondern es ist auch die Rede vom ersten Erfinder, die Rede vom Primus Inventor. Tum primum lacrimis victarum carmine famast eumenidum maduisse genas. Damals benetzten zum ersten Mal der vom Liede besiegten Furien Wangen, so sagt man, die Tränen. Was passiert, meine Damen und Herren? Die Unterweltsbüßer hören auf, das zu tun, was sie immer tun. Das, was mit ihrem Namen wie nichts anderes verbunden ist. Oder wüssten Sie mir etwas anderes über Sisyphos zu sagen, als dass er verurteilt war, immer zu den einen Stein
den einen Felsen hoch zu wuchten. Nein, Sisyphos ist Inbegriff seiner Strafe. Tantalus ist Inbegriff seiner Strafe. Was er vorher noch alles getan oder nicht getan hat, spielt in der mythologischen Überlieferung forthin keine Rolle mehr. Auch die Danaiden sind am Ende nur diejenigen, die eine Danaiden-Strafarbeit leisten müssen. Und dasselbe gilt für den ans Rad gefesselten Ixion und für die Geier des Tityos. Hier kommt eine Welt zum Stillstand, und zwar unter dem Eindruck der Kunst, meine Damen und Herren. Kunst kann Berge und Welten versetzen. Das ist vielleicht die schönste und größte Botschaft, die uns der Orpheus-Mythos mit auf den Weg geben kann. Hier und in den anderen vergleichbaren Texten, vor allem Horaz 2,13, haben wir die Grundlage dessen, was ich immer die Taumatographie nenne oder Atopographie, die Darstellung des Wunderbaren. Das Wunderbare entsteht in der Begegnung mit der Kunst, die die Hörenden unmittelbar ergreift, sie erschüttert und ihr Leben auf den Kopf stellt. Sie werden das Gegenteil von dem, was sie sind. Sisyphos wälzt den Stein nicht mehr, Tantalus hört auf, nach der Woge zu haschen. Auch Vergil hat dieser schönen Idee eine kleine Stelle gewidmet. Vergil Georgica 4, 481 bis 84, auch hier das Staunen. Quin ipsae stupuire domus. Ad quintima leti tartara caerulios quim plexe crinibus angues Eumenides. Ja, selbst der Hofstaat, die untersten Todeskammern des Tartarus und die Eumeniden, das Haar verfilzt mit blauen Schlangennestern, stutzten und Kerberus hielt schnappend seine drei Mäuler offen. Das Rad des Ixion-Reifens stand still im Wind. Ich glaube, das sind wirklich sehr eindrucksvolle Beschreibungen dessen, was passiert, wenn man in der Unterwelt konfrontiert wird mit dem überwältigenden Ereignis eines Menschen, der den Mut hatte, sich Zutritt zu verschaffen zum Reich der Schatten und dann so zu singen. Dieses Motiv hat die Malerei aller Zeiten intensiv beschäftigt. Das hier ist der 1568 in Brüssel geborene und 1625 zu Antwerpen verstorbene Jan Brueghel der Ältere. Man nennt ihn in der kunstgeschichtlichen Forschung auch den sogenannten Samt- oder Blumen-Brueghel. Und er ist ein Sohn des Ihnen vielleicht noch besser bekannten sogenannten Bauern-Brueghel mit diesen Bauerndarstellungen im Schnee, Bauern, die heimkehren. Das ist der ältere Pieter Brueghel. Jetzt raten Sie mal, wie groß dieses Bild ist. Da würden Sie doch sagen, wahrscheinlich 2,60 Meter mal 3,40 Meter, damit man so viel unterbringen kann, damit man so viel Kleinteiliges so präzise malen kann. Ich sehe es auf meinem Laptop sehr, sehr scharf, aber ich ahne, dass auf dem Bild hinter mir die Darstellung weit weniger gut zu studieren ist. Da sehen Sie ganz links unten sitzend den Unterweltsherrscher und seine kronengeschmückte Frau, und einen Meter von ihr entfernt steht Orpheus und schaut ein bisschen aus dem Bild heraus, wie mir scheinen will. Das Bild ist, ich verrate es Ihnen jetzt, 27 mal 36 Zentimeter groß. Unfassbar klein. Es hängt heute im Palazzo Pitti in der Galleria Palatina in Florenz und hing lange ein paar Meter entfernt in den Uffizien. Ich konnte es jetzt nicht mehr nachprüfen, aber ich glaube, verwaltungstechnisch sind die Kunstwerke des Palazzo Pitti, der auch für Wissenschaft und Kunst genutzt wird, auch unter der Ägide der Uffizienverwaltung, die ja von einem deutschen Kollegen, wenn ich das richtig sehe, seit 6, 7 Jahren, administriert werden. Literatur dazu gibt es noch und nöcher. Wir haben keine Zeit, auf Einzelheiten einzugehen. Sie sehen aber, dass das mythologisch nicht sehr konkret wird, sondern dass es Strafen sind, die zu den Strafen der Zeit gehören. Das Rad im Hintergrund
feuerrot erhellt, ist vermutlich nicht das Rad des Ixion, so schön das wäre. Es ist einfach ein Rad, wie man es brauchte, Straftäter zu rädern. Eine eher unangenehme Art der menschlichen Befragung oder der richterlichen Befragung. Sehr viel entspannter und gelassener kommt diese Szene rüber, die der große Würzburger Mäzenat Johann Martin Wagner seit 1825 Johann Martin von Wagner hinterlassen hat. Wagner war einer der großen Stifter des frühen 19. Jahrhunderts und im Übrigen Kunstagent des bayerischen Königs Ludwigs I. Reden also nicht von unserem Lieblingskönig Ludwig II., das war der übernächste König, sondern von Ludwig I., dem Wittelsbacher, der von 1825 bis in das Jahr der Revolution 48 König von Bayern war und dann zugunsten seines Sohnes Max II. Abdankte, der dann der Vater des verrückten, aber ganz wunderbaren Ludwigs II. Wurde. Was zeigt uns das Bild? Es zeigt uns eine entspannte Szene, einen Orpheus vor den links oben sitzenden und so den bedächtigen machenden Pluto und Proserpina. Proserpina ist schon etwas zugewandter, wie Sie sehen können. Rechts im Bild haben Sie einen nachdenklich versonnenen Charon, den Fährmann. Dann haben Sie sehr schön diese jungen Frauen da rechts in der Mitte, die aufhören, eben mit löchrigen Fässern Wasser zu schöpfen. Das sind die Danaiden bei Ovid Beliden. Und oben, ganz oben sehen Sie Sisyphos auf seinem Stein sitzen. Der Schlawiner ist ganz im Hintergrund. Ovid greift ihn ja in dieser pathetischen Apostrophe heraus. Und du, Sisyphos, saßest auf deinem Stein. Der Johann Martin von Wagner spielt in meinem Leben auch eine kleine Rolle, weil ich in Würzburg angefangen habe zu studieren. Und auf demselben Flur, wo die klassische Philologie in die Innergermanistik beheimatet war, war auch dieses Martin von Wagner Museum. Das ist eine der bedeutendsten europäischen Universitätssammlungen, bedeutender als die Kieler Sammlung. Da haben Sie die tollsten Sachen, die mit der Dokumentation des Theaters im 5. und 4. Jahrhundert vor Christi Geburt zu tun haben. Also ich ärgere mich heute, dass ich da nicht jede Woche reingegangen bin. Ich könnte es jetzt gut brauchen. Ich war halt ein Student, wie man so als Student ist. Ja, man weiß ja gar nicht, wo man eigentlich verkehrt. Und das war bei mir nicht anders. Und so bin ich nur ausnahmsweise, wenn ich Freunde und Verwandte zu Besuch hatte, mit ihnen in das Johann Martin von Wagner Museum gegangen. Meins war eher so etwas. Franz von Stuck, der Orpheus, ein, wie man denkt, kinderleichtes Bild, aber ein Bild, das eine überwältigende Farbgebung hat, das so eine Art von, wie soll man sagen, profaner Epiphanie zeigt. Es geht ja hier nicht um einen Heiligen, es geht ja nicht um einen religiösen Kult, sondern es geht um den Kult, um die Sakralität der Kunst. Das ist das große Thema der Jahrhundertwende. Deswegen nennen wir das auch das Fin des Siècle und verklären es als ein goldenes Zeitalter der Malerei, der Bildhauerei. Es ist auch das Zeitalter der Dekadenz. Und das ist besonders in der Hauptstadt der Dekadenz. Und zwar nicht nur damals, sondern auch heute München zu bewundern. Das Museum Villa Stuck findet sich in der Prinzregentenstraße 60. Da können Sie das Original bewundern. Der Stuck ist der Begründer der Münchner Sezession zusammen mit einem Heidelberger, meine Damen und Herren. Wenn Sie gleich hier aus der neuen Uni rausgehen und gehen hinten rechts in die Hauptstraße rein, werden Sie nach 50 Metern links vor dem Trübner-Haus stehen. Das ist das Haus der Familie Trübner, ein Künstlerhaus. Es waren 5 Kinder, ein berühmter Goldstuckateur und dann eben Wilhelm Trübner, ein Maler, geboren 1851, Freund Franz von Stucks, der dann eben auch nach München gegangen ist und dort die Münchner Sezession begründet hat. Wen interessiert das alles, meine Damen und Herren? Ich spiele Ihnen jetzt einen Höhepunkt aus der Oper von Christoph Willibald Gluck vor. Ach, ich habe sie verloren, gesungen von Gertrud Stielow.
Ja, meine Damen und Herren, Sie haben eine Arie von Gertrud Stilo gehört, heute vergessen oder fast vergessen. Sie sehen, wir haben sie ja im Internet ausgegraben. Eine der großen Mezzosopranistinnen der Deutschen Staatsoper in Berlin. Das ist ein Kapitel der deutschen Operngeschichte, das ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist. Das ist halt DDR-Oper, aber das ist eine Westdeutsche, die 1916 in Hamburg geboren, in den frühen 50er Jahren, als es die Mauer noch nicht gab, von dem damals und eigentlich auch heute bedeutenden Walter Felsenstein verpflichtet worden ist, erst zu einem Engagement an der Komischen Oper in Berlin und dann an der Deutschen Staatsoper in Berlin, wo sie 20 Jahre lang das ganze Repertoire gesungen hat und so unter anderem auch diese ganz wundervolle Arie von Gluck. Dann ist sie eines Tages verschwunden, man hat nicht mehr viel über sie gehört. Den letzten Auftritt hatte sie am 3. November 1970, als die vornehme Matrone in Schostakowitschs Oper Die Nase. Nun, ich weiß nicht, ob Sie sich das alles merken müssen. Es sind Addenda zu einer Operngeschichte der Gegenwart. Wichtiger ist, dass Sie realisieren, dass der Orpheusstoff der Stoff ist, der der europäischen Oper in ihrer Entwicklung auf die Sprünge geholfen hat. Schon ganz am Anfang der gigantischen Erfolgsgeschichte der Oper steht der Orpheusstoff in Monteverdis Orfeo, uraufgeführt im März 1607 am Hofe des Herzogs von Mantua. Es gab, ja, das ist zuzugeben, vorher schon die Versuche von Giacomo Peri. Auch er greift zum Orpheusstoff, nicht sogleich, erst Ovids Daphne, dann 1600 die Eurydike-Oper. Aber damit sind wir in der Spur. Und wir kommen dann ein paar Generationen später zu Jean-Baptiste Lully in Frankreich und eben in Deutschland zu Christoph Willibald Gluck. Und diese Erfolgsgeschichte der Oper und Operette reißt ja nicht ab. Sie wird Höhepunkte auch der operettenhaften Umbildung im 19. Jahrhundert haben und beschäftigt Kunst und Film bis in unsere Gegenwart hinein. Die Szene ist noch nicht zu Ende. Wie entscheiden sich die Unterweltsgottheiten? Nec regia coniunx, sustinet oranti, nec qui regit ima negare, eurydikenque vocant. Die Herrin und er, der Herr der Tiefe, vermochte es nicht zu versagen, die Bitte, und sie rufen Eurydiken her. Sie war bei den jungen Schatten, inter recentes umbras, und schritt einher im Gang, noch gehemmt von der Wunde, so empfängt sie der Sänger vom Heimus, und mit ihr das Gesetz. Er dürfe nicht eher wenden die Augen, bis des Avernus Schlucht er durchschritten ganz, sonst werde zunichte die Gabe. Mit dem Wort Gabe haben wir eine zentrale Vokabel in diesem Stück Dona. Sie haben vielleicht schon mitbekommen, dass in den letzten 10, 15 Jahren so etwas wie eine kleine Revolution in den aktuellen Kultur- und Literaturwissenschaften passiert ist. Es gibt immer mehr junge Männer und Frauen, die über Poetiken der Gabe und des Schenkens arbeiten. Und das sind alles Nachwellen des einen großen Ereignisses, das in den 20er Jahren mit Marcel Mauss und dann in den 80er und 90er Jahren mit Derrida verbunden ist, die über die Poetik der Gabe nachgedacht haben und uns einen Blick auf Texte und Bilder ermöglicht haben, der eine, wie soll man sagen, eine kunsttheoretisch profilierte Verschärfung dessen ist, was wir über Alteritätsphilosophien wissen. Über Philosophien der Kommunikation, des Austauschens, der Verständigung, der Hermeneutik und so weiter und so fort. Und in diesem Text, meine Damen und Herren, haben wir nach so viel juristischem Aufwand, wie Orpheus ihn vorher getrieben hat, nun die Gabe des Herrschers der Unterwelt. Es gibt also diesen Deal. Man kann mit dem Fürsten der Finsternis diese Geschäfte durchaus machen, aber es gibt Gesetze. Leges. Zeile 50. Legem accipit heros. Aber welche Gesetze, meine Damen und Herren,
gelten an einem Ort, den wir für den gesetzlosesten Ort überhaupt gehalten haben. Welche sind die Ordnungen, die in der Unterwelt herrschen? Ein früherer Assistent von mir, heute Komparatist in Frankfurt, spricht seit einigen Jahren von den katabatischen Ordnungen, Thomas Emmerich. Was sind die katabatischen Ordnungen, die einer solchen Unterweltsfahrt zugrunde liegen? Kann man in der Unterwelt verhandeln? Kann man in der Unterwelt auch nur sprechen? Gibt es eine Orthopraxie? Gibt es ein richtiges Sprechen und Handeln der Unterwelt? Wie handelt man in der Unterwelt? Gibt es ein vorbildliches Handeln? Oder sind nicht alle Vorbilder am Ende nur blasse Schemen, eben Schatten? Wenn Sie sich dieses Gesetz, meine Damen und Herren, näher anschauen, dann werden Sie sehen, dass es ganz offenbar willkürlich ist in seiner Verfassung. Ne flectat retro sua lumina. Er soll nur sein Augenlicht nicht zurücklenken. Jetzt würde ein Kind, ein 10-jähriges Kind fragen, aber warum denn? Philologen stellen solche Fragen schon lange nicht mehr. Aber es sind oft die jungen, ganz unerfahrenen Leserinnen und Leser, die Fragen stellen, die wir verdrängt haben. Was ist der Grund für diese Abmachung? Was ist der Grund für genau dieses Gesetz? Eine solche Frage würde entweder ein Kind oder ein Philosoph der Offenbarung von der Größe Schellings stellen. Schelling oder ein Kind wäre nötig, auf den Grund dieses Gesetzes und dieser Abmachung zu steigen. Und ich bitte und fordere Sie alle auf, sich Ihre eigenen Gedanken, schönes Prüfungsthema, über die Verfassung dieses Gesetzes zu machen. Warum darf er sein Augenlicht nicht zurücklenken? Ist das Willkür? Ist das Sadismus? Ist das vielleicht die Fantasie der Hölle? Was steckt dahinter? Ist es Übermut? Hat es etwas mit der Verhandlung des Lichts oben und unten zu tun? Ist das Licht der Augen dasjenige, das die Schatten von den Menschen unterscheidet? Hier sind Antworten möglich, meine Damen und Herren. Betrachten wir ganz kurz gemeinsam diese wundervolle Malerei aus dem frühen 3. Jahrhundert nach Christi Geburt zu besichtigen in Ostia. Wir sprachen eben schon von Ostia Antica. Das Mosaik selbst ist in die Vatikanischen Museen verfrachtet worden, aber es handelt sich eigentlich um eine Beigabe zu Grab 33 einer Porta Laurentina genannten Nekropolis im Osten von Antica Ostia. Ein Decimus Folius Mela hatte den Auftrag gegeben, in der ersten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts ein solches Grab zu bauen. Und da haben wir eben ein Mosaik, das uns in der Mitte gut sichtbar und auch mit der Schrift darüber kenntlich gemacht, links Orpheus, rechts Eurydike zeigt. Dann sehen Sie zwei sitzende Figuren. Über der linken können wir noch den Rest von Janitor lesen. Das ist der Türhüter. Und rechts sehen Sie eine mythische Gestalt, die in der literarischen, mythologischen Überlieferung eigentlich gar nicht präsent ist, aber in der kunsthistorischen Literatur bei Plinius, Naturalis Historia, 35. Buch, Kapitel 137, lenkte unsere Aufmerksamkeit auf ein Gemälde des Nikophanes. Und das stellte eine Figur namens Ognus dar, der ein Seil windet, das einen Esel wieder zernagt. Und dieses Bild ist ein Bild, das dem Gewand der Penelope zur Seite treten konnte und ein Bild für die, wie soll man sagen, für die Vergeblichkeit aller menschlichen Mühe. Ganz links sehen Sie im Dunkel den Kerberus, ganz rechts den Esel und über der rechts sitzenden Figur wenigstens noch die Andeutung eines Pluto links und dann weggebrochen die Unterweltsherrscherin Proserpina. Ein Rubens muss in jeder Vorlesung gezeigt werden, er ist der zuverlässige Begleiter der ovidischen Metamorphosen. Er hat zwar nicht so viele Metamorphosenbilder gemalt wie manche Zeichner des 15. und 16. Jahrhunderts, aber diese
Darstellung von Orpheus und Eurydike im Augenblick der Abwendung und Rückführung aus der Unterwelt hängt im Prado in Madrid, Öl auf Leinwand. Der Weg führt aus der Unterwelt heraus, Carpitur Aclivis, Permuta Silentia Trames, Arduus, Obscurus Caligine, Densus, Opaca. Sie steigen hinan durch stummes Schweigen auf steilem, dicht von schattenden Dünsten umwobenem, düsterem Pfade. Nec Bracul abfuhr rund. Was ist denn da metrisch passiert, meine Damen und Herren? Telluris, margine, summae. Wir haben ihn doch eingebläut, dass die dritte Pluralis im Indikativ perfekt aktiv immer auf der vorletzten Silbe betont werden müsse. Aber die Dichter kennen Ausnahmen von dieser Regel. So auch Ovid in der nächsten Umgebung. Buch 6, 585 skandiert er einmal de fuerunt und 6, 617 abstulerunt. Obwohl es eigentlich abstulerunt heißen müsste. Aber hier geht die Überlieferung der mittelalterlichen Handschriften manchmal auch durcheinander. Sie waren nicht mehr fern den äußersten Marken der Erde, hatten die Unterwelt um ein Haar schon verlassen. Die Farbe der Stunde ist trotzdem noch das neblige Dunkel, wie wir es auf diesem wundervollen Bild des großen französischen Landschaftsmalers und Zeitgenossen William Turners, Jean-Baptiste Camille Corot sehen können. Orphée Ramenant Eurydice des Enfers, 1861 gemalt. Da sehen Sie alles in düsterem, blassem Grün, Grau, Weiß. Der See schimmert matt im Hintergrund. Orpheus hält die Leier geradeaus vor sich und Eurydike folgt ihm noch so, wie es sein muss. Das Gleiche bei den großen Darstellungen von Auguste Rodin. Das ist jetzt gerade nicht im Musée Rodin zu sehen, sondern im Metropolitan Museum of Art in New York City. Auguste Rodin, Orpheus und Eurydike. Hier hält sich der Sänger die Augen zu. Und wie bewusstlos ihren Träumen an- oder nachhängend folgt ihm Eurydike. Wir können hier auch eine Seitenansicht derselben Skulptur aus dem Jahre 1893 sehen. Und dann kommt es zum Bruch des Vertrages mic dem Gott der Unterwelt. Hic nedificeret metuens avidusque videndi flexidamans oculos et protinus illare lapsast brachia quintendens prendiquet prendere certans nil nisi cedentes infelix Atripot Auras. Da in Sorge, sie ermüde, sie endlich zu sehen, verlangend blickte der Liebende um, flexit amans oculos, und sogleich entglitt sie ihm wieder. Und dann kommt das Drama des Kampfes, der Behauptung, sie will nicht loslassen, sie muss aber loslassen. Am Ende sind es nur noch weichende Lüfte, nach denen sie haschen kann. Diese Szene hat der große Bronzemedailleur und Bildhauer aus einer Nürnberger Künstlerfamilie, Peter Fischer, viermal dargestellt. Diese Bronzeplaketten sind in unterschiedlichen Städten, Berlin, Hamburg, aber auch in einem Kärntner Stift, St. Paul, gewidmet zu sehen. Und dann gibt es noch eins, wo Eurydike sich schon geschlagen gibt, schon in die Unterwelt zurückzukehren strebt, und das ist in der Sammlung Dreyfus in Paris zu besichtigen. So stirbt sie ein zweites Mal, iterum moriens. Und was könnte sie denn dem geliebten Manne vorwerfen, außer dass er sie zu sehr geliebt habe? Vitenim nisi se quereretur amatam. Und so schickt sie ihm ein letztes Lebewohl, Valle, hinterher. Quod jam vix auribus illa kipperet, das er kaum mit seinen Ohren noch vernehmen konnte. So sprach Eurydike und verschwand dort, woher sie gekommen war. Die Reaktion des Orpheus ist die, dass er nahezu erstarrt. Wie zu Stein erstarrt steht er da. Dann kommen hier die Beispiele von dem
Manne, der dem Kerberus begegnet ist und dann erstarrt ist und zu Stein wurde, saxo per corpus ob orto in Zeile 67. Und es kommt das Beispiel, das sonst in der mythologischen Überlieferung nirgendwo zu belegen ist, von den beiden Liebenden Olenos und Letaia, die zu Stein verwandelt wurden und vergeblich versucht, Orpheus, das Unabwendbare, noch aufzuhalten. Der Partitor der Unterwelt, wir haben ihn eben auf dem Bild von Martin von Wagner gesehen, verwehrt es ihm, noch einmal in das Reich der Toten zu kommen. Und so sitzt er am Ufer des Flusses Hebros und er wäscht sich nicht und er isst nicht mehr. Und er gibt sich ganz dem Schmerz hin, cura dolorque animi lacrimae qualimenta fuera, heißt es in 75. Kummer war ihm Nahrung, der Gram des Herzens und die Tränen. Und er schalt die Götter der Unterwelt als grausam und suchte die ragende Rhodope, eine Spitze des Balkangebirges, auf und Haimus, den Nordsturm gepeitschten. Und dort gibt er sich ganz seiner Trauer hin. Und er trauert und die Natur trauert mit ihm. Und da habe ich Ihnen ein paar Beispiele, die ich auch nur in aller Kürze zeigen will, mitgebracht. Einen Orpheus mit verzauberten wilden Tieren, eine römische Wandmalerei aus Pompeji, vermutlich auch im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt entstanden, zu sehen in der nicht unberühmten Casa di Orfeo. Und zwar im Gartenteil des Anwesens oder hier im syrischen Shabba, ehemals Philippopolis, genannt nach dem römischen Kaiser Philippus Arabs, der von 244 bis 49 regierte. Und dort sehen Sie ein Mosaik aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts nach Christi Geburt, also dem Jahrhundert nach Philippus Arabs. Und man wird heute natürlich nicht dorthin fahren. Es liegt ein paar Kilometer von der Hauptstadt Damaskus entfernt, also eher noch im militärisch gesicherten Bereich. Aber trotzdem haben die Menschen in Shabba, glaube ich, andere Sorgen. Orpheus in der Tierlaube ist ein sehr beliebtes Motiv geworden. Hier sehen Sie ein römisches Relief, das aus Marmor ist, 1,10 Meter hoch als Tischstütze gedacht. Denn es hat auch eine Breite von 49 und 17,5 Zentimetern, also ein Gegenstand des Alltages, aufbewahrt im byzantinisch-christlichen Museum zu Athen, gefunden in Ägina, Entstehungszeit vermutlich, die Zeit des letzten gesamtrömischen Herrschers Theodosius I., Gesamtkaiser war er nur kurz, September 94 bis Januar 95, aber den Ostteil hat er sehr viel länger verwaltet. Und ich meine eine Verbindung zwischen dem Tierlauben Orpheus und diesem sehr modernen und sehr späten Bild von De Chirico erkennen zu können. Da sehen Sie dieses Gitter im Hintergrund. Und da sehen Sie links unten kein Transistorradio, sondern die auf den Boden gelegte Leier. Sie ist ihm aus den Händen geglitten. Er wirkt wie ein Automatenmensch. Er wirkt wie einer, dem die Dinge entglitten sind, der aber an seinen einzelnen Teilen nach wie vor zu erkennen gibt, dass er der große mythische Sänger war. Das Bild heißt bezeichnenderweise Il Trovatore Stanco, der müde gewordene Troubadour, ein sehr moderner, fast noch zeitgenössischer Orpheus. Nun, das Ende der Orpheus-Geschichte wird ja nicht im 10. Buch berichtet. Im 10. Buch erfahren wir eine merkwürdige Abwendung. Eine merkwürdige, aber doch auch verständliche Abwendung vom weiblichen Geschlecht. Denn nach langer Trauer floh er das weibliche Geschlecht. Omnemque refugerat Orpheus femineam venerem. Multastamen ardor habebat jungeres evati multae doluere repulsae. Viele haben es noch versucht, doch wurden von ihm mit Missachtung gestraft. Und was, meine Damen und Herren, tut Orpheus dann? Jetzt kommen wir in die
Archäologie der Homosexualität hinein. Illetiam tracum populis, fuit auctu amorem interneros transferre mares, quitraque juventam aetatis brevever et primus carpore flores. Er hat die thrakischen Völker gelehrt, die Liebe auf zarte Knaben zu wenden und so die ersten Früchte des kurzen Lebens frühlings noch vor der Schwelle der Mannheit zu pflücken. Ist das jetzt ein verbotener Text? Ist das ein Päderastentext? Ist das ein Text, über den man noch sprechen darf? Ist das ein würdiges Zeugnis der Geschichte der Homosexualität? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung dazu. Es ist indessen interessant, dass die Homosexualität hier als eine kulturhistorische Errungenschaft betrachtet wird, die man lehren kann. Auch das ist ja übrigens ein Thema in der gesamten Medizingeschichte und Pathologie des 19. Jahrhunderts, in dem am Anfang die Homosexualität als Perversion und am Ende als eine Art Befreiung gedacht worden war. Das ist eine ganz, ganz komplizierte Geschichte, von der allerdings schon Vasenmaler im frühen 5. Jahrhundert vor Christi Geburt eine Vorstellung haben. Das ist der attische Kolonettenkrater des Orpheus-Malers. Kolonettenkrater, weil die Ränder wie kleine Säulen, Minisäulen gestaltet sind. Und Sie sehen in der Mitte einen sitzenden und vermutlich leierspielenden Orpheus und links und rechts von ihm zwei thrakisch gewandete Krieger, die ihm lauschen. Diesmal sind es keine wilden Tiere und es sind keine Gestalten der Unterwelt, sondern es sind junge Männer, die in die Geheimnisse der Homoerotik eingeweiht werden. Zu sehen in den staatlichen Museen zu Berlin, 50 mal 51 Zentimeter groß. Dann schließen wir für heute mit zwei oder drei Addenda. Und da wäre zunächst, da wir uns die Lektüre des 11. Buches nicht mehr genehmigen können, der Tod des Orpheus. Und diese beeindruckende Zeichnung Albrecht Dürers ist in der Geschichte der Kunstgeschichte ein ganz besonderer Moment, weil an ihr zum ersten Mal Begriff und Vorstellung der berühmten Abi-Warburgschen Pathos-Formel entwickelt worden sind. Was zeigt der Tod des Orpheus von Albrecht Dürer aus dem Jahre 1494? Er zeigt einen zu Boden gegangenen Sänger und er zeigt zwei mit Knüppeln auf ihn einschlagende Bacchantinnen, die ihn später zerreißen werden. Die Leier liegt schon vor ihm. Der kleine Eros läuft links aus dem Bild davon. Und oben auf dem Baum sehen Sie eine Laufschrift und dort ist zu lesen Orpheus mit F geschrieben, der Erstpuseran. Der Erstpuseran, was ist ein Puseran? So eine Verballhornung von Bucerone oder dem venezianischen Wort Buzzeronen, das ist der Schänder, Orpheus, der erste Kinderschänder. Am Ende des 15. Jahrhunderts konnte man offensichtlich nicht mehr mit derselben Freiheit auf das Thema blicken, wie man das in der frühen griechischen Antike schon getan hat. Abi Warburg hat hier den Begriff der Pathos-Formel als Vorbild für die pathetisch gesteigerte Mimik und Gebärdensprache der Renaissance eingeführt. Das hat Epoche gemacht. Panofsky hat den Gedanken weitergetragen. Große Gelehrte der Kunstgeschichte wie Edgar Wind haben sich mit diesem Bild befasst und mit ihren Deutungen Zustimmung und zum Teil auch Widerspruch hervorgerufen. Als allerletztes, meine Damen und Herren, ein klitzekleiner Blick auf den bedeutenden Film von Marcel Camus aus dem Jahre 1959. Und in der Kunstgeschichte ist das oft so, dass die Künstler unterschiedlichster Gattungen und Epochen mit geheimnisvollen Zeichen miteinander verkehren. Also wie die Wale in den Weltmeeren untereinander ihr Singen noch über Hunderte von Kilometern vernehmen können. So gibt es hier Reziprozitäten und Affinitäten, die ganz verrückt sind. Bilde ich es mir ein oder ist das Titelbild
des sehr bekannten deutschen Grafikers Helmut Elgard, das Filmplakat, ist das eine Nachbildung des Franz von Stuckschen Orpheus. Ich glaube, die Farben sind hier nicht ohne Bedacht gewählt, wenn sie auch ganz klar in den brasilianischen Karneval hinein verweisen. Es handelt sich um den zweiten Film von Marcel Camus, ein Jahrgang 1912, verstorben in Paris 1982, nach einem Drehbuch eines nicht unbedeutenden brasilianischen Autors, der mit Namen heißt Vinicius de Moraes, fast ein Zeitgenosse, 1913 bis 1980. Und er hatte ein paar Jahre zuvor ein sehr erfolgreiches Drama geschrieben, Orfeu da Conceição, der Orpheus der Empfängnis. Ein sehr merkwürdiger Titel. Und dann kommt es eben zu einem Dreh, in dem vor allem afro-brasilianische Laienschauspieler mitspielen. Vor allem der Hauptdarsteller ist ein Laienschauspieler. Die Fußballkenner werden ihn zum Teil noch erinnern. Ich habe mal jemanden in diesem Hörsaal getroffen, der ihn noch kannte. Der Fußballer heißt Breno Melo. Er ist ein Jahrgang 1931, spielte in Südbrasilien, also in dem kälteren Teil, in Porto Alegre. Das ist der sehr deutsch geprägte Teil. In der Bundesstadt des Rio Grande do Sul. Und dort ist er 2008 fast unbekannt und ziemlich verwahrlost gestorben, genau wie die sehr professionelle amerikanische Hauptdarstellerin Marpessa Dorn. Das sind die beiden, die Orpheus und Eurydike spielen. Der Film hat einen reichen Anklang gefunden, bekam die Goldene Palme der Filmfestspiele zu Cannes 1959 und nicht nur den Oscar für den besten fremdsprachigen Film, sondern auch den Golden Globe im darauffolgenden Jahr 1960. Genießen Sie, meine Damen und Herren, mit mir den Trailer. Wir haben den deutschen Trailer aufgelegt, weil der originalsprachliche Trailer etwas zu lang für diese Vorlesung ist. Ich danke Ihnen sehr für diese Geduld, die Sie heute wieder an den Tag gelegt haben. Und wenn Sie mögen, schauen Sie sich bitte noch den Film an. Und dann sehen wir uns heute in einer Woche wieder in diesem Hörsaal, wenn es heißt Pygmalion oder die Mythen der Kunst. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Bis in die nächste Woche. Auf Wiedersehen. Was ich sagen will, sage ich mit meiner Gitarre. Eine der schönsten Liebesgeschichten, die je verfilmt wurden, kommt jetzt wieder in ihr Kino. Orfeo Negro. Im turbulenten Karneval in Rio schuf Marcel Camus sein filmisches Meisterwerk voller Leidenschaft und Zärtlichkeit. Orfeo Negro, der am meisten prämierte Film aller Zeiten. Verfolgt von Eifersucht und Hass, kämpfen sie um ihre Liebe und um ihr Leben. Orfeo Negro. Orfeo Negro. Ein Film, den man gesehen haben muss. Ein Film von Marcel Camus. La 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 la.